herzlich willkommen zur vierten Ausgabe Dachsberg Live in diesem Schuljahr. Auch heute haben wieder einige spannende Beiträge für euch. Beginnen werden wir mit Dachsberger on Stage, das dieses Jahr am 24. Mai stattgefunden hat. Rund um Herrenfest auf Urbina haben sich einige Dachsberger Lehrerinnen und Lehrer zusammengefunden und einen musikalischen Abend bereitet. Viel Spaß! Wir sind hier unterwegs bei Dachsberg on Stage, wo seit vielen Jahren endlich mal wieder ein Lehrerkonzert abgehalten wird. Dieser großartige Abend ist schon in vollem Gange und wir versuchen natürlich für euch, dass wir so viele Eindrücke und vor allem Erlebnisse dieses Abends einfangen und für euch festhalten. Was sind die Erwartungen für den heutigen Abend? Ich war noch nie da. Das erste Mal. Haben Sie irgendwas davon gehört? Ja, nur Positives. Nur Positives, das freut uns natürlich. Also was für einen Grund sind Sie heute erschienen? Mit Freunden oder sind Sie informiert worden? Empfehlungen? Ja, Empfehlungen und natürlich auf Facebook-Einladungsding und natürlich damit ich meine alten Lehrer wieder mal sehe. Es geht nicht nur um die Musiker, sondern auch natürlich alle, die hinter die Kulissen arbeiten, wie zum Beispiel der Fabian hier, der vor der Aufführung als Kassier tätig ist. Wie sind denn die Eindrücke bis jetzt? Alle Leute gut gelaunt, hat jeder Zeit bis jetzt? Ja, also es hat natürlich jeder zahlt, freiwillige Spende ist wirklich super, sehr großzügig für die Leute und alle gut drauf und ich glaube, die freuen sich alle auf einen super Abend. Wie lange haben Sie jetzt eigentlich geprobt? Wie lange haben Sie das geplant und vor allem Treffen gemacht, damit Sie das so heute aufstellen können? Also begonnen haben wir im November, dass wir mal die Liederliste aufgestellt haben. Und die Proben selbst, die erste Probe haben wir kurz vor Weihnachten gehabt, noch in der letzten oder vorletzten Dezemberwoche. Und dann ungefähr im Schnitt, würde ich sagen, einmal im Monat, vielleicht zweimal. Und jetzt am Schluss natürlich haben wir sie öfter getroffen. Jetzt die letzte Woche haben wir jetzt 4-5 Mal geprobt, das ist klar. Wie haben Sie Ihre musikalische Karriere angefangen? Wie sind Sie zu dem Gitarristen geworden, zu dem Sie jetzt sind? Boah, ich selbst habe mit 15 begonnen zu spielen, habe mir selbst beigebracht und habe dann eine längere Pause gehabt während dem Studium, also so zwischen 20 und 26. Und seit ein paar Jährchen spiele ich es wieder. Aber ja, wie bin ich dazu gekommen? Natürlich durch die Musik, die ich höre. Von Dachsberg sind das. Was für ein Klasse kommt hier? 6a. Wie habt ihr es bis jetzt gefunden? Wie sind die Reaktionen? Ja, voll klasse. Also besser als erwartet. Voll super, ja. Habt ihr ein Lieblingslied, einen Lieblingssong, der bis jetzt vorgetragen worden ist? Nicht wirklich, aber da, wo viele Leute mitspielen und mitsingen, das ist am besten eigentlich. What would you do when you get lonely? No one waiting
by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Harald Spahn, ich habe schon gehört, sie ist ein Englischprofessor, also, und waren auch hier in Dachsberg Unterrichtslehrer. Was haben Sie unterrichtet und gibt es irgendwelche Erinnerungen? Da gibt es sehr viele Erinnerungen. Ich habe also Englisch und Sport unterrichtet von 1991 bis 2003 mit einer Unterbrechung, wo ich im Ausland war. Aber es waren eigentlich durchwegs schöne Erinnerungen. Ihre Performance auf der Mundharmonika war ja wirklich außergewöhnlich. Mich interessiert jetzt persönlich, weil ich auch mal selbst 2 Jahre lang ein bisschen Mundharmonika mir selbst beigebracht habe. Wie haben Sie das so gelernt? Wie lange spielen Sie schon? Wie sind Sie überhaupt zu diesem Instrument gekommen, was jetzt nicht so gewöhnlich ist wie vielleicht das Schlagzeug oder die Gitarre? Das hat sich eigentlich insofern entwickelt, dass ich als Kind, also wirklich als eigentlich sehr kleiner Bub schon eine Mundharmonika bekommen habe und immer wieder drauf gespielt habe. Und irgendwann hat mich das Ganze interessiert. Ich wollte eigentlich Töne verzerren lernen, habe also begonnen oder versucht Blues zu spielen, die Töne auch dementsprechend zu produzieren auf der Harp, und da habe ich mich eigentlich ein bisschen damit beschäftigt und letztlich alles autodidaktisch, also ich habe also das alles mir selbst beigebracht. Mit Herrn Professor Büringer, natürlich einer der angesagtesten Kritiker überhaupt, Bühnenerfahrung Ende nie. Was ist Ihr Eindruck? Wie haben Sie es gefunden? Kritiken, Anregungen, Wünsche, Beschwerden? Also ich bin ganz beeindruckt und eigentlich ganz weg, was die Lehrer da zusammenbringen. Die kenne ich eigentlich engagiert. Lauter Professionisten, jeder beherrscht sein Instrument. Und besonders hervorheben muss ich natürlich mein Schwiegermädchen ins B, die Elisabeth Bechersdorfer, von der bin ich echt begeistert. Weil man hat es in der Messe bei der Einweihung des Autodidakts in einer Mozart-Arie gehört und jetzt in dieser rockigen Stimme. Ich bin beeindruckt. Ich stehe jetzt mit einer der Leadsängerinnen, einer herausragenden Leadsängerin, der Frau Professor Bechersdorfer. Ja, wie sind Ihre Eindrücke von diesem ersten Set? Ja, es ist ein Wahnsinn, wenn man in die Menge schaut und es sind so viele Leute anwesend und es ist einfach eine Freude, dass man eigentlich so viel damit erreicht oder so viele Menschen damit erreicht und dass man selber so viel Spaß hat, ist einfach schön. Und man sieht, es freut den Leuten auch und es begeistert sie. Wir haben sie da oben singen gehört, das Publikum und auch ich, und alle waren natürlich sehr begeistert. Und man fragt sich dann, schauen Sie irgendein Training gehabt, professionelle Gesangsunterricht, weil das klingt wirklich herausragend. Ja, also ich nehme schon Ewigkeiten, ich glaube seitdem ich Jugendliche bin, Gesangsunterricht. Ja, es ist eine Form des Trainings natürlich und man muss halt immer hart an sich arbeiten. Und ja, genau, aber grundsätzlich mache ich das natürlich schon länger. Sie ernten Ihren Lohn hier in Form von Applaus und ich wünsche Ihnen toi 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 für die zweiten Sets. Dankeschön. Danke.
mein Dorf, mein Land, das ist der Titel des diesjährigen Dr. Ernst Korff-Preises. Das ist ein Videowettbewerb, bei dem die 6B im Fach KR teilgenommen hat. In Gruppen haben sie 3 Filme gemacht und einen davon werden wir euch heute zeigen. An dieser Stelle nochmal viel Glück. Gefallen. Und natürlich kann die Sendung auf medien.dagsberg.at wieder online abgerufen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.